Karl Anton Thäne und der gestohlene Ring. Zweiter Akt. Der Tatort. Ich betrat den Tatort und sprach mit der Klientin, die versuchte mir zu erläutern, wo das Problem lag. Die Klientin schien sehr aufgewühlt zu sein, wie die Nordsee an einem stürmischen Tag im Herbst. Ich versuchte, die Details zum Tathergang herauszufiltern und Unwichtiges zu überhören. Die Worte sprudelten aus ihr wie Wasser beim Öffnen aus einer geschüttelten Flasche. Schlussendlich stellte sich heraus, dass ihr etwas sehr, sehr Wertvolles entwendet worden war. Ein Ring. Sie führte mich durch verschiedene Räume zum besagten Ort des Verbrechens. Es war mein erster richtiger Tatort seit längerer Zeit. Denn die letzten Monate kam ich ausschließlich auf ARD mit einem Tatort in Kontakt. Ich war ein wenig aufgeregt und freute mich schon, die Arbeit aufzunehmen. Da sich mein eigener Detektivkoffer leider noch im Büro befand, musste ich mit einem knallroten kleinen Junior-Köfferchen Vorlieb nehmen. Dieses war eigentlich für den Geburtstag meines Neffen gedacht. Ich ignorierte die kindischen Aufkleber des roten Plastikköfferchens, öffnete ihn und nahm ein paar Utensilien zur Sicherung der Fingerabdrücke heraus. Mit dem viel zu kleinen Pinsel in meinen Händen machte ich mich auf, die betroffenen Türen mit Graphitpulver zu bestäuben, um so verdächtige Fingerabdrücke auf hochprofessionelle Weise zu sichern und zu konservieren. Eine kleinlich genaue Dokumentation aller Indizien ist wichtig, um den Tathergang rekonstruieren zu können. Und um mir einen weiteren Besuch am Tatort selbst zu ersparen, denn wenn ich noch eine weitere Stunde Spargelrezepte über mich ergehen lassen muss, schmeiße ich ihren verdammten Spargel aus dem Fenster. Ich zückte meinen Fotoapparat und fertigte ein paar Fotos des Tatortes sowie einige Detailaufnahmen an. Was mich besonders faszinierte, war die äußerst interessante Maserung eines Holzbrettchens, welches mittig auf dem Tisch lag. Mich störte, dass es links ein paar Zentimeter weiter am Tischrand lag als rechts. War dies ein Indiz für die Unordnung, die im Kopf des Täters herrschen musste? War es nicht eher symbolisch zu begreifen? So wie das Brettchen nur einen kleinen Teil des Tisches bedeckt, so bedeckt auch das Lügengeflecht eines Täters nicht die gesamte Wahrheit. Vielleicht war es aber auch einfach nur ein ganz normales Holzbrettchen, was die Klientin unordentlich auf dem Tisch hat liegen lassen. Mit einem Siegel und Flatterband sicherte ich den Tatort ab. Anschließend nahm ich das sehr kleine Notizbuch aus dem Junior-Detektiv-Koffer und schrieb mit dem ebenfalls viel zu kleinen Bleistift, dem immer die Spitze abbrach, eine ausführliche Liste der Verdächtigen auf. Es waren, Mist, schon wieder abgebrochen. Das war Karl Anton Thäne, eine Köhe Family Production. Text: Felix und Tamara Köcher. Sprecher: Felix Köcher. Sounds und Musik: Tamara Köcher. Illustration: Michel Mathieu.